Codex aktualisiert, der Erzdämon. Haben wir eigentlich Kreaturenkodex? Haben wir voll? Gegenstände erstaunlicherweise nicht wirklich. Dass da noch so viel fehlt. Gut, ich bin sicher, wir hätten einige Rüstungssachen kaufen können und dazu einen Kodex bekommen. Also, Bodan hatte, glaube ich, so ein, zwei besondere Helme und Waffen. Und auch bei Wade gab es die Rüstung von Evron, dem Großen. Ich bin sicher, dazu hätte es auch einen Kodex gegeben. Trotzdem ist schon eine Menge, das fehlt. Magie und Religion haben wir fast komplett. Eins fehlt uns noch. Kultur und Geschichte, da fehlen noch vier. Trotzdem eine stramme Leistung. Charaktere sind wir komplett. Bücher und Lieder, da fehlen auch noch fünf. Notizen fehlen zwei. Zauberkombinationen habe ich nur 4 von 10. Alle habe ich da sowieso nie rausbekommen. Also ich glaube, ich hatte nur irgendwie 2 oder so entdeckt. Die dritte mit diesem Arkan-Gefängnis plus Kraftfeld haben wir ja mehr unfreiwillig im Let's Play rausbekommen. Und noch eine, die Siegel, die Win gerne mal kombiniert, um alle zu lähmen. Es gibt noch Schmierfalle, also der Zauber Schmiere plus Feuerball gibt auch eine schöne Explosion. Aber ansonsten wüsste ich nicht sonderlich viel. Wir sollen da rein, zu Morrigan. Gut, dann gehen wir mal in den markierten Raum. Kein Grund zur Beunruhigung, ich bin's nur. Gerade das beunruhigt mich. Habt ihr kein eigenes Schlafgemach? Sich hier einzuschleichen war keine gute Idee. Ich bezweifle, dass sie geschlichen ist. Versuchen wir es mal auf die Einfühlsame. Ist alles in Ordnung mit euch? Mir geht es gut, aber ihr seid in Gefahr. Ich habe einen Plan, einen Ausweg, ein Schlupfloch. Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Und woher wisst ihr das? Ich weiß sehr viele Dinge. Wie ich dazu kam, ist unwichtig. Es geht darum, was ich euch anbieten möchte. Ich biete einen Ausweg an. Einen Ausweg für alle grauen Wächter. Es muss kein Opfer geben. Ein Ritual, begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Die ganze Sache kommt mir ja direkt spanisch vor. Was genau ist das für ein Ritual? Es ist alte Magie, aus der Zeit vor der Gründung des Zirkels der Magie. Manche würden es Blutmagie nennen, aber das ist nur ein Name. Es gibt auf dieser Welt weit Schlimmeres zu fürchten als Namen. Und woher habt ihr das Ritual bekommen, Morrigan? Von Flemeth natürlich. Ich weiß schon seit einiger Zeit davon. Ihr wusstet also von dem Opfer noch bevor Riordan mir davon erzählt hat? Ja, aber hättet ihr es geglaubt, wenn ich diejenige gewesen wäre, die es euch sagt? Ich bezweifle es. Alles hat seinen Preis, ja? Das, ist eine alte Binsenweisheit. Und ich vermute mal, wir fragen damit, was uns denn dieser Ausweg kosten soll. Mag sein.
Aber dieser Preis muss nicht unbezahlbar sein, zumal wenn ihm ein großer Vorteil gegenübersteht. Ich bitte nur darum, dass ihr euch mein Angebot anhört. Sonst nichts. Also gut, wie lautet euer Plan? Ich schlage Folgendes vor. Teilt das Lager mit mir, hier und jetzt. Und daraus wird ein Kind entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Nein, absolut nein. Gut, meine Meinung mal außen vor. Wir fragen erst nochmal nach. Das Kind wird zur dunklen Brut? Überhaupt nicht. Aus ihm wird etwas völlig anderes. Ein Kind, das die Seele eines alten Gottes in sich trägt. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Nein. Nein, absolut nicht. Darauf würde ich mich aus verschiedenen Gründen schon nicht einlassen. Zum einen glaube ich nicht, dass Morrigan uns hier einen Gefallen erweist, dass sie uns quasi anbietet, das Erschlagen des Erzdämons zu überleben. Ist nur ein Verhandlungstrumpf. Ich glaube, sie tut das nicht aus Gefälligkeit uns gegenüber. Ich denke eher, wir würden ihr einen enormen Gefallen erweisen, wenn wir ihr mal ebenso die Kontrolle über ein halbgöttliches Dämonenkind überlassen. Und ganz ehrlich, dazu bin ich nicht bereit. Also ich werde mich da nicht feige rauskaufen und irgendwelche krummen Deals eingehen. Nee, ihr glaubt doch nicht, dass ich das tatsächlich tun werde. Warum? Wegen Zephren? Glaubt ihr, er würde euren Tod riskieren, wenn es sich vermeiden ließe? Bedenkt die Möglichkeit, dass Riordan den letzten Schlag nicht ausführen kann, so wie er es vorhat. Was dann? Lauft ihr dann weg? Übernimmt dann Loghain? Soll er zum Helden werden und euch in den Schatten stellen? Und was ist, wenn er nicht bis zum Erzdämon vordringt? Zieht ihr wirklich den Tod einer Nacht mit mir vor? Verweigert ihr euch wirklich selbst jede Zukunft und jede Belohnung? Ich verweigere eher dir etwas und ich glaube, man hört so ein bisschen raus, dass ihr das nicht schmeckt. Nein, ich werde dem nicht zustimmen. Verstehe. Es gibt natürlich noch eine Möglichkeit. Ich spreche natürlich von Loghain. Er ist jetzt ein grauer Wächter, genau wie ihr, und wäre auch für das Ritual geeignet. Das Problem ist natürlich, ihn dazu zu bewegen. Auf mich würde er nicht hören, aber auf euch? Das könnte funktionieren. Nee, es geht gar nicht mal um die Person, die es tut. Ich möchte dir nur einfach nicht diese Macht in die Hände legen, sozusagen. Ich denke, Morrigan spielt da wieder ein bisschen mit Sachen rum, die sie nicht wirklich versteht oder von denen sie ein bisschen was sich zusammengereimt hat und schon glaubt, sie wüsste alles. Nee, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Ich weiß, die meisten Spieler nehmen hier freudestrahlend an und haben damit überhaupt kein Problem. Ich bin auf diesen Deal niemals eingegangen, also beim ersten Durchspielen bin ich tapfer in den Tod geritten, sozusagen. Und dann kam ich auf eine andere Lösung. Was glaubt ihr, weswegen ich Loghain rekrutiert habe? Wenn er sein Verbrechen sühnen kann, indem er den Erzdämon erschlägt und dafür stirbt, dann ist das nur fair.
Das heißt, wir brauchen Morrigan und ihr Ritual überhaupt nicht. Insofern hat sie uns nichts zu bieten. Ich sage nein und dabei bleibt es. Euer törichter Stolz wird euch das Leben kosten. Kein grauer Wächter will das Opfer bringen, das nun verlangt wird. Und ich biete euch allen einen Ausweg. Denkt noch einmal darüber nach. Nein, ich glaube eher, sie wird langsam quengelig, weil sie nicht das bekommt, was sie gerne hätte. Also ich denke wirklich nicht, dass sie das aus Herzensgüte tut, um uns einen Gefallen zu erweisen. Sie ist schon scharf auf das, was da rauskommt. Und nein, das unmoralische Angebot lehne ich entschieden ab. Ich habe nicht vor zu sterben und ich brauche euer Ritual nicht. Punkt. Dann seid ihr ein Narr. Ich stehe nicht daneben und sehe zu, wie ihr diese Gelegenheit verschenkt. Sterbt, wenn ihr meint, das sei es wert. Oder bleibt im Schatten. Mir ist es einerlei. Ja, und ich glaube, irgendwie scheint jetzt doch durch, dass sie wirklich angepisst ist, weil wir ihr nicht das geben, was sie will. Also wirklich, ich glaube nicht, dass sie uns irgendeinen Gefallen tun will. Sie möchte nur etwas haben und ist nun sauer, weil sie es nicht bekommt. Den Antworten, die da unten stehen, nehme ich mal dass sie uns nun verlassen wird, weil sie stinksauer ist. Aber ich brauche eure Hilfe gegen den Erzdämon. Wir können es versuchen, aber ich fürchte, sie ist not amused und wird trotzdem gehen, egal was wir sagen. Aber bitte, ich versuch's. Das hättet ihr euch früher überlegen sollen. So lebt denn wohl, Freund. Ich werde nun tun, was ich tun muss. Ebenso wie ihr. Ja, da war jemand richtig sauer. Wir haben alle verfügbaren Kräfte gesammelt. Die dunkle Horde wird vor uns in der Hauptstadt sein. Wir müssen Denerim also möglichst schnell erreichen. Das Leben unzähliger Seelen steht auf dem Spiel. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Ihr habt eine Armee um euch geschart als Ersatz für die Gefallenen in Ostergar, grauer Wächter. Beten wir, dass sie stark genug ist. Wir stehen Auge in Auge mit der Horde der dunklen Brut. Seht sie an mit festem Blick, aber fürchtet sie nicht. Der Mann, der hier neben mir steht, wurde in Ferelden geboren und steht heute im Rang eines grauen Wächters. Er ist der Beweis, dass wir alle nach Ruhm und Ehre streben können. Er hat alle Widrigkeiten überlebt und ohne ihn wäre heute keiner von uns hier. Heute werden wir Denerim retten und den Tod meines Gemahls, eures Königs, sühnen. Für Caelan!
vor allem werden wir den grauen Wächtern heute zeigen, dass wir uns ihres Opfers voller Hochachtung erinnern. Für Ferelden! Für die grauen Wächter! Wie es ausschaut, hat sich uns Alistair leider nicht mehr angeschlossen und Morrigans Kodex wurde aktualisiert. Tja, sie hat uns nun verlassen, aber ich war eben nicht gewillt, auf dieses doch sehr faule Angebot einzugehen. Ja, und schade, dass Enora hier alleine ihren Redepart geschwungen hat. Aber Alistair ist wohl noch stinkig. Wir haben einen Stufenaufstieg. Können wir gerade nicht machen. Gut, dann stürmen wir mal Denerim und versuchen zu retten, was zu retten ist. Da kämpft Riordan. Haben wir hier irgendwo was Gefährliches? Kein Magier, soweit ich das sehen kann. Dann kloppen wir mal drauf los. Wir sind in keiner Gruppe, also jeder kämpft für sich hier. So wie es ausschaut, sind die Gegner aber wieder recht schwach. Ja, das läuft doch. Da hinten stehen noch ein paar. Die schnappe ich mir mal schnell, bevor mir die jemand klaut. Da kommt Nachschub. Ich möchte jetzt keinen großen Sturm hier reinzaubern, weil ich dann höchstwahrscheinlich auch Verbündete treffen werde. Da rennt Lelianas Wolf. Da hinten ist scheinbar schon alles geklärt. Oh, wen haben wir denn da? Loghain und Ogryn. Die metzeln sich hier auch einmal durch. So, haben wir noch irgendwo einen? Da steht noch was. So, ich glaube, wir haben hier alles von unserer Türschwelle gefegt, oder? Nein, da steht noch was rum. Oder da sind neue aufgetaucht, das kann natürlich auch sein. Los geht's. Sehr gut.
So, offenbar sollen wir mit Riordan sprechen. Dann mach ich mal ganz kurz meinen Stufenaufstieg. 2 in Magie, 1 in Wille. Und ich möchte gerne, was möchte ich denn? Hatte ich irgendwas, genau beim letzten Mal hatte ich die Arkane Meisterschaft vollgemacht, verstehe. Tja, was möchte ich denn nehmen? Das Siegel der Lähmung könnte ganz nützlich sein. Ansonsten werden wir eh nichts mehr vollbekommen. Wobei, die wandelnde Bombe, die hat mir gerade gefallen. Ich glaube, die nehme ich. Dann muss ich nur noch ein Plätzchen finden, wo ich die unterbringen kann. So. Gut, dann reden wir mit Riordan. Beziehungsweise einmal speichern. Ihr habt euch zu den Toren vorgekämpft. Wir schlagen uns besser als erwartet. Das wird sich bald ändern. Besser als erwartet? Verfluchte Nack! Auf einen von uns kommen 3 von denen! Was machen wir jetzt, Riordan? Ihr habt doch sicher einen Plan. Die Armee wird ihnen nicht lange standhalten. Wir müssen schnellstens zu diesem Erzdämon. Geht mit Logan und höchstens 2 Begleitern in die Stadt. Der Rest bleibt hier. Und verhindert, dass noch mehr Wesen der dunklen Brut in Denerim einfallen. Okay, wir müssen unsere Kräfte also aufsplitten. Wie sollen wir gegen einen fliegenden Drachen kämpfen? Das ist eine hervorragende Frage. Wir müssen einen hohen Punkt der Stadt erreichen. Die Spitze von Fort Drakon zum Beispiel. Ihr wollt den Drachen anlocken, ich verstehe. Wir haben keine andere Wahl. Aber ich warne euch, sobald wir die Bestie angreifen, wird sie alle ihre Generäle zu sich rufen. Ich spüre in Denerim 2 Generäle. Vielleicht solltet ihr sie töten, bevor ihr nach Fort Drakon geht. Eines ist sicher. Wenn wir diese Generäle erschlagen, bleibt den Bewohnern der Stadt sehr viel Leid erspart. Die Suche könnte aber auch wertvolle Zeit kosten. Die Entscheidung liegt bei euch. Wisst ihr, wo diese Generäle sind? Im Augenblick ist keiner der beiden in der Nähe von Fort Drakon. Allerdings ist die dunkle Brut zu zahlreich, um mehr zu sagen. Einige Einheiten unserer Verbündeten sind schon in der Stadt. Sie werden euch helfen, wenn ihr sie ruft. Allerdings ist ihre Kampfkraft begrenzt. Also, wen wollt ihr in die Stadt mitnehmen? Ein letztes Mal. Ja, da fehlt jemand. Gut, also wir brauchen Logan. Ja. Und dann... Fliegender Gegner. Da würde ich ja fast Fernkämpfer bevorzugen. Allerdings haut Zephron einen verdammt guten Schaden raus. Das kann man nicht leugnen. Wir nehmen mal Zephron mit. Ja. Und, wahrscheinlich wäre es klug, Wynn dabei zu haben, um ein bisschen heilende Unterstützung zu haben. Ich war kurz am Überlegen, ob ich hier beide Schurken mitnehmen soll. Aber ich denke, da könnte es brenzlig werden. Es tut mir leid um Ogryn und Sten, aber ich denke, die werden hier an den Toren ihren Spaß haben. Nee, ich nehme Wynn. Ja,